Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge BeamNG hier auf meinem Kanal. Und am heutigen Tage dachte ich mir, da ich den neuen Trabi habe, jetzt endlich machen wir doch mal eine Reise. Und zwar dachte ich mir, wir fahren am heutigen Tage zu einer Sache wie Trabi Camping, also Camping mit dem Trabant. Da der Weg aber sehr lang ist, habe ich gedacht, wir fahren jetzt abends. Wie ihr seht, das ist Abend. Ich habe den alles schon gepackt, alles schon fertig gemacht. Nur noch Trabis. Einen Moment bitte. Ich muss jetzt, glaube ich. Ah, jetzt. Motor ist kalt. Und ich mache jetzt nochmal auf 100% Lautstärke, damit wir alles hören. Richtig. So. Trabi ist an und ich würde sagen, wir fahren jetzt von hier aus mit Licht direkt auf die Autobahn. So, noch einmal kurz was schließen. Soll nicht offen sein. So. Dann erster Gang und Blinker. So. Das wird jetzt erstmal ein bisschen holprig sein, weil wir hier erstmal raus müssen, aber. So, ab geht's, ab in den Urlaub, würde ich sagen. So. Ihr seht wahrscheinlich gerade nicht allzu viel. Wartet. Ich muss kurz. Nee, ihr seht praktisch fast wirklich gar nichts. Einen Moment, bitte. Damit ihr mal ein bisschen was von dem schönen Trabi seht, während ich fahre. Mache ich kurz was. So. Hab jetzt hier ein bisschen gewartet, bis die Sonne weiter aufgegangen ist. Und jetzt können wir weiterfahren. Ihr seht jetzt auch, was hier passiert im Trabant drin. So. So. Ist noch kalt, das heißt, ich will jetzt nicht direkt so viel laufen lassen. So. Wir fahren hier mit einem Trabant Universal S Deluxe. So. Entschuldigung. So. Dann geht's jetzt in Richtung Campingplatz. So. So. Auch ohne Licht. Naja, man kann auch schon ohne Licht fahren, aber ich würde das Licht allgemein nochmal anlassen. So, und ich schlage vor, wir fahren den Trabi erstmal ein bisschen warm, weil ich will nicht mit komplett kaltem Motor auf die Autobahn. Das ist eine für den Trabant ganz schlechte Idee. Weil ansonsten, wenn der Motor kalt ist, will man eigentlich nicht fahren. Das ist eigentlich sehr, sehr unschön für das Auto auch. Man sieht ja es fast noch komplett. Also ist schon ein bisschen wärmer drauf, aber er ist im Gesamten auch sehr kalt. Deswegen erstmal ein bisschen warm fahren. Der Motor kommt zwar so manchmal an seine Grenzen, aber was der Motorquälerei, glaube ich, ist das hier jetzt noch nicht. Also würde ich mal jetzt so abschätzen von dem, was ich hier sehe. So. Der schafft, also trotzdem, dass Gerd hier nur 26 PS hat, bin ich aber noch, schafft das Ganze sehr gut. Also ich habe jetzt nichts zu bemängeln. So. Einmal links. Einmal ein bisschen vorsichtig. Jetzt muss man hier mit ganz viel Vorsicht drüber fahren.
So, komm. Ich sag ja, der Motor ist noch kalt. Der will noch nicht wirklich. Aber ich muss sagen, dafür, dass das gerade Motor kalt ist, läuft er ziemlich gut. Ich kenne Tage, an denen er überhaupt nicht laufen wollte. Das heißt, an denen er praktisch. Wie soll ich sagen, dass der halt, dass du Choke gezogen hast, Zündung an, wenn sie dann auf, alles wie normal, aber dass er dann halt gemacht hat, dass der Motor kurz angegangen ist, ist wieder ausgegangen. Nochmal angemacht, per Zündschlüssel umgedreht, angemacht, wieder ausgegangen. Und dann gibt's halt so noch so paar Sachen, die Gerd überhaupt nicht mag. Jetzt müssen wir machen nach rechts. Und jetzt ist das kompliziert, wir müssen direkt. So. Genau. Und jetzt nach hier. Ich meine, ist der Motor jetzt schon ein bisschen warm gelaufen. So, manchmal muss ich den Blinker selber zurückstellen. Es klemmt bei ihm manchmal so ein bisschen, aber. Es ist noch früh genug, damit hier nicht allzu viele Autos da sind. Ich sehe simultan noch nichts, das ist auch gut. Ich hoffe, es kommen auch nicht noch mehr. Aber wir wollen ja keine Unfälle haben. So. Ach du. Also wir merken, Gerd zieht. Er will hier hoch. Ach du. Mein Gott. Deswegen fahre ich eigentlich nur in der Innenansicht. Weil von vorne fährt, ist das eine Katastrophe. Von vorne ist die Sicht auch ganz nett, aber. So. Ich muss ja den Motor etwas quälen, damit. Also ein bisschen, nur ganz, ganz bisschen. Damit er halt hier den dritten Gang schafft. Entweder ist das Qualm oder ist das die Sonne? Sie sieht das, glaube ich, gar nicht, aber hier ist so ein komisches, ganz merkwürdiges Zeug. Hm. Ah ja. So. Jetzt muss man gucken, dass wir auch auf der richtigen Spur bleiben. In unserem Fall also rechts. Da es hier nur zwei gibt, wäre es etwas unpraktisch tatsächlich, wenn hier nebenbei doch wer wäre. Aber ich habe so den. Ich habe was Schönes geplant. Und zwar habe ich so einen gewissen Kollegen, der auch Trabi fährt. Und dann dachte ich mal, wir machen hier eine Urlaubsfahrt zusammen. Und zwar dachte ich mir, wir machen. So eine Art, entweder fahren wir an Balaton oder wir fahren Trabi Camping. Eins von beiden. Und ja, das Problem ist aber, dass er nicht immer Zeit hat, weil der ist, ich sag mal so, der ist so ein bisschen, wie sagen wir das jetzt? Er ist viel beschäftigt, so. Und ja, ich wollte jetzt mit Gerd hier schon etwas, schon ein bisschen, ich sag mal, in Stimmung kommen, dafür so ein bisschen fahren. Und ja, habe ich mir gedacht, gut, fahren wir. Eine Runde Trabi campen. Schafft er das? Doch. Doch, der macht das. Und dann wahrscheinlich in den nächsten Videos, ich weiß jetzt nicht in welchen, aber auf jeden Fall in den nächsten Videos fahren wir zusammen dahin. Muss halt vom Timing hier bei uns beiden passen, deswegen wird das ein bisschen schwierig, aber es nicht. Euer Problem ist mein Problem. So. Man sieht hier im vierten Gang kommt der so leicht an seine Grenzen, aber. Och, also vierter Gang. Der zieht. Er zieht noch so ein bisschen, aber. 26 PS kommen hier durch an ihre Grenzen. So, jetzt machen wir mal einen ganz, ganz, ganz kleinen Zwischenstopp. Ich muss gucken, ob alles ist in Ordnung. So. Blinker nicht. Dafür ist er jetzt. Dafür finde ich den Blinker jetzt nicht unbedingt nötig. So.
So, einmal hier kurz stehen bleiben. Och, ich mag es wirklich nicht, dass diese. Warte mal. So, jetzt. So, da ist unser Fahrzeug. Ihr seht das, glaube ich, nicht so. Doch, jetzt seht ihr das, jetzt seht ihr das. So, die Sonne ist schon am Aufgehen und wir fahren. Hier ist noch sehr weit unten befestigt, aber es ging nicht höher. Unser Wohnwagen, wo wir können schlafen. Hier hinten ist dann noch was drin, so eine Küche und so hat ist dann noch alles. Also alles, was notwendig ist, haben wir mitgenommen. Der Rest ist hier in dem Koffer und dem Trabant drin. Und das Dachzelt natürlich. Wir wissen ja nie, was passiert. So. Wir müssen nämlich. Ach du, ich dachte, wir hätten zwei Teile hier, weil es ist ein bisschen anstrengend der Weg hier. Gerade für einen Trabi. Wir müssen erstmal Autobahn fahren. Ach du. Und nach dem Autobahnfahren kommt dann halt noch ein bisschen bergig. Das ist ein bisschen bergig. Bisschen. Halt ein bisschen bergauf. Bist zwar Schwein. So. Also, er schlägt sich gut, also er ist warm gelaufen. Aber merkt, die 26 PS sind halt, was es sind, 26 PS. Ist nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Viele aus dem Westen sagen, zu viel gibt es nicht, aber wenn ich so BMWs und so Autos sehe, Mercedes und die ganzen anderen Automarken, die es so gibt, mit ihren 160 PS, 190, 200, ist einfach teuer. Der Sprit ist momentan so teuer, dass man sich das. Dass ich es mir nicht vorstellen könnte, jetzt, was weiß ich, jetzt Mercedes oder sowas zu fahren. Das könnte ich mir jetzt nicht denken, mal sowas zu fahren. Ich bleib bei meinem Trabi. Den habe ich, den liebe ich und den fahre ich. Auch wenn er so manchmal seine Tücken hat, dass er manchmal nicht direkt Lust hat anzuspringen, aber. Der Kleine hat es durch die Wände geschafft, hat es durch die Wände durchgeschafft mit vielen Leuten und jetzt begleitet er uns praktisch in die neue Zeit mit. Das letzte Kapitel des Trabis ist noch lange nicht geschrieben. So, und Drehzahl ist hier. Gut, die Drehzahl muss halt im vierten Gang relativ hoch sein. Wir fahren hier zwischen 4000 und 4500 ungefähr. Bin mir irgendwie so unsicher, wenn ich so fahren muss. Jetzt merkt man, geht bergauf. Aber. Er nebelt auf jeden Fall raus, also der Nebel ist uns nicht verborgen. So. Aber wieso beschleunigt er so ab? Das verstehe ich nicht. Können wir mal. Doch, wir können hier das Licht ausmachen. Aber wir schaffen. Unsere 80 schaffen wir. Solange es die 80 noch sind, habe ich nichts zu meckern. Meine Sorge wird, dass das Gerd in den auf diesen Bergen, wenn man jetzt die Berge hochfährt, dass der Zweitakt da mit dem Luftkühlung sehr heiß wird. Das könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass es passieren könnte, aber noch fahren wir und wir hoffen, dass wir noch lange weiterfahren, ohne irgendeine Panne. Ihr seht ja, wir fahren etwa zwischen 81 und 82, aber. Das geht komplett in Ordnung. Wir sehen ja hier. Trabi fahren ist halt nicht Autofahren, ist halt Trabi fahren ist Trabi fahren und das ist. So, hier müssen wir ja kurz anhalten, nur ganz bisschen. Ich muss hier nur kurz zur Schnell machen, Warnblinker an. Und nicht, weil was los ist, sondern einfach, weil ich was machen muss. So. Handbremse rein. Ich muss kurz.
So, das hat jetzt etwas länger gedauert, aber es gab ein Problem vorne am Tank, gab es so ein kleines Problemchen und das habe ich jetzt behoben. Nämlich war der Zulauf zum Vergaser hat ein kleines Problem gehabt. Der hat nämlich wie sagt man das, dieser die Einlassdüse war durch ein Stück Rost verstopft, wo das herkommt, oder so ein Schmutzstück oder was weiß ich, was das war. War verstopft und das habe ich dann Hammer dann bereinigt. Das habe ich für euch rausgelassen, weil braucht ihr euch nicht anzugucken, das ist einfach. Das wäre Videozeitverschwendung. So. Oder er schafft es doch. Im vierten Gang bei 30 Umdrehungen macht es. Er macht es ganz gut. Er schafft seine 80. Trabi fährt man nicht, weil man schnell ankommen will, sondern weil die Fahrt dahin so. Weil die Fahrt einfach mit ihm Spaß macht. So. Geht gut voran. Auf jeden Fall, wenn man jetzt, sag ich mal, die Heizung anmachen würde, würde sie tatsächlich funktionieren, weil der Krümmer ist jetzt warm. Das wissen die meisten gar nicht, dass die Trabantette mal über einen Heizluftkrümmer, über einen Abgaskrümmer funktioniert. Und dass, wenn der Motor keine Temperatur, das heißt, wenn der Motor kalt ist, wird die Heizung auch nicht wirklich wärmer, weil muss ich erstmal aufheizen. Oh, jetzt muss ich den dritten schalten, um hier hochzukommen. Aber schafft er. So. Bald machen wir mal die erste Rast, weil es ist schon gut Zeit vergangen. Da machen wir gleich mal die erste Rast und gucken mal, ob denn alles so ist, wie es soll. Ich merke, wir brauchen sehr, sehr gut Sprit. Ah, gut. Wir fahren halt mit Anhänger und das ist halt nicht so einfach, ne? Auch für den Motor nicht. Also warte mal, fahre mal. Ich weiß halt nicht, ob wir hier. Wir können es probieren. Der zieht. So, vielleicht machen wir. Ich glaube, hier irgendwo war ein kleiner Ort für Rast. Muss mal gucken. Auf jeden Fall bin ich tatsächlich sehr konzentriert hierbei. Also Entspannung, Konzentration, alles dabei, was dabei sein muss. Ich muss gerade, genau, meine Lautstärke ist normal, wie immer. So, jetzt fängt er aber an zu ziehen. Im dritten Gang, oh, nee, ich glaube, das schaffen wir noch. Solange es nicht wirklich tiefer als 65 geht, glaube ich, schaffen wir das im dritten noch. Jetzt können wir mal den kleinen Zwischen. Ah, knapp, aber. Hält. So. Ausmachen. Neutral. Und. Oh, machen wir mal Warnblinker an. So, genau. Oh, das ist doch einfach ein schönes Bild, oder? Das ist doch einfach ein traumhaftes Bild. Einen Moment bitte. So, mach mal ein schönes Bild für unser Urlaubsfotoalbum. So. Dann, Motor hört sich gut an. Liegt noch alles, wo es soll. Nichts verschoben. Sieht gut aus. Also. Er ist jetzt nichts platt oder so. Also, er sieht gut aus. Gut, dann, aber wir sehen schon, er hängt halt ein bisschen nach hinten, aber nicht schlimm. So. Jetzt ein ganz wichtiger Test. Ich muss jetzt, ah, genau, neutral ist drin.
Was sagt ihr zu dem Sound? Ist das okay? Ich kann jetzt nichts Schlimmes daran feststellen, also alles gut. So. Oh, der qualmt aber. Der qualmt wie ein Schlot. Ich muss mal gucken, ob ich es schaffe. Achtung. Ganz kurz nochmal. Ich muss gucken, ob ich es schaffe, die Sicht so zu verstellen, dass wir alle von hinten das sehen. Mal kurz gucken. Ob geht das? So. Hoffe mal, es funktioniert jetzt. Ach du. So. Jetzt mal wieder auf der Reise. Aber Qualm geht jetzt so. Der qualmt jetzt für mich aus meiner Sicht jetzt nicht so viel raus. Fahren ist einfach wunderbar. Jetzt egal wo, egal ob in der Wüste, ob im Dschungel, ob ist egal wo. Trabi fahren ist ein Lebensgefühl. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt so. Ja, doch, das schafft er. Wenn nicht, schalte ich um. So läuft alles. Ist alles gut. Oh, wir müssen gleich. Ich glaube, das hier wird der dritte Gang oder zweiter sogar. Jetzt komm, komm, Gerd. Jetzt musst du. Jetzt muss Gerd alles leisten. Alles, was geht. Bergauf. Komm. Feind ist noch ganz gut zu schaffen. Also er hält sich bei 64, das ist gut. Also im Gesamten hält er es noch sehr gut dafür. Jetzt fängt er schon an. Den zweiten Gang. So. Und zwar wollte ich mit euch hier noch. Ich wollte mit euch noch hier kurz auf eine Rennbahn. Und nicht um mit Gerd dort zu fahren, sondern tatsächlich, um euch die einfach mal zu zeigen. Und ich hoffe, wir kommen die Steigung hoch. So. Und, ach du. Der erste Gang regelt, ist ein gutes Sprichwort, aber. Komm, 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 komm. Komm, Gerd. Komm. Ich kämpfe, dass wir hier hochkommen. Kupplung halten. Ach, man sieht, das Lenkrad zeigt schon. Ach du. Den Schock haben wir auch noch überlebt. So, wir sind schon gleich da. Da sind wir schon. Wir sind jetzt noch durch eine Unterführung. Und dann sind wir auch schon praktisch da. Tja, jetzt werden zwei Teile, weil das eine, wir sind schon bei 15 Minuten. Das ist.
Ich würde sagen, schon praktisch ein bisschen zu viel, aber. So. Alle geschafft. So. Kurzer. Was heißt kurzer Boxenstopp? Ich wollte euch das kurz mal zeigen. Halt, so eine Rennbahn, ne? So, und ich denke, das war's mit dem ersten Teil. Lasst auch ein Like, wenn es euch gefallen hat, und dann bis zum zweiten Teil.